Fuck you money von Dan Lok. Ja, fick dich Geld. So würde man dieses Buch übersetzen. Man sieht auch schon hier die Anspielung. Ja, die Anspielung mit den goldenen Münzen. Also so. So schaut es dann quasi aus. Und für manche Menschen ist das hier bereits Fuck you money. Jetzt machen wir für YouTube die Kurzfassung. Gehen 4 bis 5 Kernpunkte durch und wir fangen mit dem Thema an, was ist überhaupt Fuck You Money? Und ich werde auch extrem häufig gefragt, Karl, warum ist dir denn Geld überhaupt so wichtig und was bedeutet für dich Geld? Was mir da als allererstes in den Sinn fällt, ist das Thema Meinungsfreiheit. Ich weiß noch ganz genau, dass ich mal vor 4 Jahren hier in München eine Wohnung renoviert habe und ich wurde vom Wohnungsbesitzer wirklich ja extrem schlecht behandelt. Also das war wirklich so, der Aristokrat, der Großgrundbesitzer behandelt jetzt hier seinen Knecht im Endeffekt wie irgendeinen Hund. Und so habe ich mich gefühlt. In dieser Situation konnte ich ihm jedoch nicht meine ehrliche Meinung sagen. Ich konnte nicht kündigen und ich konnte nicht sagen, weißt du was, fick dich einfach. So ein unverschämter Hund wie du bist, du hast die ganze Kohle eh nur geerbt, du bist ein richtiger Drecksack, mach deinen Scheiß selber. Das konnte ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht machen. Warum? Ich war auf sein Geld irgendwo angewiesen. Und für mich ist dieses, ich kann meine Meinung nicht äußern und ich bin immer irgendwo die Bitch oder der moderne Sklave von jemandem anderen und ich muss was tun, was ich nicht will, für jemanden, den ich nicht mag. Wenn du dieses Gefühl kennst, dann gib dem Video mal einen Daumen nach oben. Ja, dann da verstellt sich mein ganzen Körper alles. Und ich fühle mich einfach total ekelhaft. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich nach dem Tag nach Hause kam. Ich habe einfach meine Fresse gehalten, habe mich geduscht, weil ich mich so ekelhaft gefühlt habe. Und habe mir dann gesagt, okay, das nutze ich jetzt als Motivation. Und ich werde später genau solche Häuser in München kaufen. Genau das habe ich dann auch später gemacht. Ich bin 2 Jahre später in ein Penthouse eingezogen, habe mir dann auch nochmal 1 Jahr später komplette Immobilienwohnungen auch gekauft und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Das heißt also, für mich ist Fuck You Money sagen zu können, ich mache das, was ich will, wann ich will, wie ich will, mit wem ich will. Ich hänge mit Leuten rum, die ich mag und an diesen Punkt muss ich natürlich auch erst kommen. Ich kann meine Meinung frei äußern, ich kann sagen, was ich will und ich kann auch irgendwelche Beziehungen zu irgendwelchen Leuten, die ich nicht mag, einfach beenden und einfach Brücken auch zerbrennen und sagen, hey, ich will einfach mit dir nichts mehr zu tun haben. Und egal wie reich oder wie toll oder wie cool der ist, will ich davon in meinem Lifestyle davon keine negativen Konsequenzen spüren. Und Fuck You Money heißt nicht unbedingt, dass ich Millionär sein muss. Denn ich kenne beispielsweise Millionäre, ja, ich kenne Dan Lok außerdem auch schon länger. Ich kenne Millionäre, ja, zum Beispiel Fußballspieler, die verdienen Multimillionen im Jahr. Sagen wir mal, da verdient einer 5 Millionen. Der hat aber dann nach Steuer noch 2,5, 2,8, hat jetzt aber auch wirklich 1,5 Millionen Euro Kosten. Hat 5 fette Autos, 2 Ferienwohnungen, wohnt in einer Villa, bla 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 bla. Und ein Teil von diesen 5 Millionen bekommt er beispielsweise über Sponsorengelder, hat irgendwo irgendwelche Deals. Wenn er dann da die falsche Meinung äußert, dann kann es sein, dass sie einfach ihm seinen, ja, seinen Sponsoring-Deal kündigen. Es kann genauso sein, wie du bist jetzt irgendwo bei einem großen Vorstand, ja, bist da drin, verdienst deine 800.000 Euro im Jahr, hast dann auch dementsprechend deine Kosten. Aber wenn du sagst, hey, weißt du was, das, was da der von der AfD sagt oder das, was die Wagenknecht von der Linken sagt, da stehe ich voll dahinter. Du, dann kann es sein, dass du aus politischen Gründen, weil du deine Meinung gesagt hast, einfach da rausgekickt wirst und gekündigt wirst. Und auf der anderen Seite gibt es wirklich Frugalisten oder auch Leute, die wohnen halt einfach jetzt mittlerweile in Thailand, haben sich da irgendwie eine Hütte gekauft und können mit 100 Euro im Jahr
komplett geil ihren Traum-Lifestyle leben und müssen sich um nichts anderes mehr kümmern. Und selbst wenn irgendwie, keine Ahnung was, der Präsident von Siemens zu ihnen kommt oder der CEO von Apple, keine Ahnung was, dann können sie dem sagen, was sie wollen. Die sind auf keine Werbedeals angewiesen, die können ihre Meinung frei äußern, etc. Die können ihren Lifestyle unabhängig von allen anderen leben mit dem passiven Einkommen, was sie generieren. Das kann sein eine Rente, es kann aber auch sein ein Häuserblock mit 80 Wohnungen, wo du 200.000 Euro verdienst im Monat. Deswegen eben erstmal die Erklärung, Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2. Rechne dir mal aus, was du für deinen Lifestyle so brauchst. Du kannst auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Also was möchtest du beispielsweise deinen Kindern ermöglichen können, deinem Partner? Dann, wie willst du wohnen? Wie oft willst du in Urlaub gehen? Und schreib dir mal all diese Dinge auf. Ja? Schreib dir mal all diese Dinge auf. Und wenn du möchtest, haben wir zu diesem Thema auch noch eine Lebenshaltungskostentomographie und auch so ein Thema Geldlüge. Dieses Thema werde ich mal da unten rein posten. Da kommt man auf eine Seite drauf, dann kann man sich da anmelden. Dann bekommt man das mal zugeschickt. Dann kann man mal ganz genau mal so ein paar Geldlügen identifizieren und auch sich selber ausrechnen, was man im Endeffekt braucht, um seinen eigenen Lifestyle zu finanzieren. Und dann geht es jetzt eben wirklich auch in diesem Buch darum. Ich habe auch schon beim Dan Lok damals ein paar Kurse gemacht, etc. Und das Thema ist wirklich. Ja, wie verdienst du dieses Geld und dann wie verdienst du später dieses Geld auch passiv? Ich mache jetzt mal ein Beispiel und zwar, du sagst, okay, ich brauche 5.000 Euro pro Monat zum Leben. Dann musst du dir ungefähr vorstellen, wenn du das Geld komplett passiv verdienen willst, ohne dass du auf jemanden angewiesen bist hinterher, dann brauchst du circa ein Immobilienvermögen von 1,2 Millionen Euro ungefähr. Du brauchst pro 1.000 Euro Miete, brauchst du ungefähr 200 bis 250.000 Euro Invest in Wohnungen, dass du ungefähr 1.000 Euro rausbekommst. Und dann brauchst du eigentlich noch mal ein bisschen Geld, um den Immobilienverwalter zu bezahlen. Du baust den Unternehmen auf. Ich habe beispielsweise auch Unternehmen, da mache ich vielleicht eine Stunde Arbeit pro Woche und verdiene da im Monat 5.000 oder 10.000 Euro. Beispielsweise. Ja? Und na klar. Ich baue jetzt auch beispielsweise die Juicery auf. Habe jetzt gerade zwei neue Läden, die aufgemacht werden. Und na klar stecke ich da jetzt Geld rein. Aber wenn ich in 5 Jahren 100 Läden habe, dann wirft mir das Ganze passiv Geld ab und ich muss dafür nichts machen. Ich kann meine Meinung äußern, wie ich will, machen, tun und lassen, was ich eben will. Ja? Dann sollte man sich ausrechnen, nachdem man weiß, was man braucht, sich überlegen, was für ein Geschäftsmodell mache ich eben, Punkt 1. Und dann Punkt 2, was sind meine täglichen Einkommensziele? Also wie viel muss ich pro Tag verdienen? Und das einfach mal runterrechnen. Und zu dem Thema, was da die besten Geschäftsmodelle sind, habe ich einen vierteiligen Workshop gemacht. Den habe ich jetzt hier unten verlinkt. Und auch eine Bewerbung, wo man sich für mein Mentoring bewerben kann, wo ich dir zeige, wie du innerhalb von 2 bis 6 Monaten ein Unternehmen aufbaust, hauptsächlich online, beziehungsweise dein bestehendes Unternehmen skalierst, dass du eben auch auf das richtige Geschäftsmodell kommst, mit dem du dann 5, 10, 20, 50.000 Euro im Monat verdienst. Und jetzt kommt eben das nächste. Das Geschäftsmodell und der Markt, in dem du bist, sind eigentlich noch wichtiger als dein Produkt. Denn kannst das geilste Produkt haben, ja, oder auch die geilste Dienstleistung, wenn du die immer eins zu eins verkaufst, dann bist du immer limitiert. Also wie sehr ist dein Geschäftsmodell skalierbar? Wie hoch kannst du in deinem Markt die Margen setzen? Dann in deinem Markt, wer ist da bereit, wirklich Geld auszugeben? Das heißt also, es ist wichtiger, was du für einen Markt hast und dann eben auch noch, was du für einen Traumkunden innerhalb von diesem Markt hast. Und Traumkunde heißt eben wirklich, also wer hat Geld und wer hat ein Problem und wer kann mich auch wirklich bezahlen, sodass ich auch hinterher eine Marge habe und auch wirklich was hängen bleibt. Das ist ganz wichtig. Also dieses Thema, finde deinen Traumkunden, ist eben ganz, ganz, ganz wichtig. Und wer in den Buchclub reinkommt und im Dezember gibt es hier nochmal einen Gratis-Monat, das werden wir hier unten verlinken, dem zeige ich dann auch die 9 Elemente, ja, die 9 Elemente, die es braucht,
um ein profitables Geschäftsmodell von A bis Z aufzuziehen, und zwar mit relativ wenig Vorwissen und auch mit relativ wenig Eigenkapital. Zudem zeigt er auch noch eine wichtige Sache auf, und zwar den langsamen und den schnellen Weg. Und der schnelle Weg ist eben der der Selbstständigkeit. Ist natürlich am Anfang viel mehr Arbeit, viel mehr Investment. Aber wenn du den langsamen Weg gehst und dann irgendwann in 30, 40 Jahren dann mal finanziell frei bist, dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Du hast eigentlich deine Freiheit, ja, getauscht gegen 30 Jahre Zeit. Und du hast eben deine besten Jahre eigentlich im Endeffekt verkauft und verschenkt. Und ich bin eben froh, dass ich damals mit 24 mir einen Ferrari holen konnte und eben nicht mit 54, denn das ist ungefähr das Durchschnittsalter, bei dem sich die meisten Leute einen Ferrari holen. Und mit 54, da will ich gar nicht mehr in einen Ferrari reinsitzen, da will ich schon ganz andere Dinge machen. Das war's. Ich hoffe, dieser kurze Einblick zum Thema Fuck You Money konnte euch mal so ein bisschen wirklich anregen. Und wer dann den zweiten kompletten Teil sehen möchte mit den neuen Attributen, wie man so ein Geschäftsmodell richtig aufbaut, der schaut einfach im Buchclub vorbei. Viele von euch sind ja da schon angemeldet. Der schaut sich auch noch die Workshops an und bewirbt sich fürs Mentoring. Und wegen dieser Lebenskostentomographie kann man sich auch nochmal hier unten anmelden. Also diese drei Sachen ganz wichtig. Und nochmal zum Kunden und zum Markt. Am Beispiel jetzt auch von mir. Ich bin vom Fitnessmarkt rein in den Businessmarkt. Erstens mal, weil ich mich weiterentwickelt habe. Zweitens mal, weil es mir mehr Spaß macht. Und drittens eben auch, weil dort natürlich deutlich mehr Geld zu verdienen ist. Viel, viel mehr Geld zu verdienen ist. Punkt 1. Punkt 2, das Thema Kunden. Ich weiß, hier sind, und das ist immer so ein 80-20-Prinzip, hier sind ungefähr wahrscheinlich 80% Hottentotten. Die schauen das Video an, viele kommentieren auf irgendeinen Schrott, nutzen das nicht wirklich und denken und labern irgendeinen Schrott und haben noch gar keinen richtigen Mindset. Aber ich konzentriere mich auf die 20% der Leute, die die Videos anschauen, die sich selber weiterentwickeln und oder auch meine Kunden werden. Und das ist halt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.